Ahoi und herzlich willkommen in Warnemünde, wo wir dieses Wochenende die Ostseesaison 2023 eröffnen. Wir möchten mit euch gemeinsam ein bisschen an der Hafenkante schlendern, euch aber auch Lust machen auf eine Reise in die Ostsee zu malerischen Städtchen. Darüber hinaus seht ihr hier den Doppelanlauf von Aida Ma und Aida Sol. Und wie emotional das wird, wenn die beiden heute Abend auslaufen, das ist genauso Teil der Sendung wie insgesamt drei Interviewpartner. Los geht's! Unsere Schiffe haben die Winterdestination verlassen und zwei von ihnen haben den Weg hier nach Warnemünde in die Ostsee gefunden, wo wir an diesem Wochenende feierlich die Ostseesaison 2023 eröffnen. Im Übrigen ist die Ostsee eines unserer populärsten Sommerzielgebiete. Aida Ma und Aida Sol werden heute Abend gemeinsam spektakulär hier aus dem Hafen auslaufen, nachdem am Freitag bereits Aida Diva feierlich eröffnet hat. Insgesamt werden wir in Warnemünde diesen Sommer 62 Mal ein- und auslaufen und das Ganze mit drei Kussmundschiffen zu faszinierenden Zielgebieten in der Ostsee und in Norwegen aufbrechen. So stehen beispielsweise mit Oslo, Kopenhagen und Stockholm gleich drei nordische Hauptstädte auf dem Programm, sowie Anläufe in Göteborg, Aarhus und Visby. Bei den neuen Reisen Richtung Norwegen geht es in gleich drei verschiedene Fjorde, nach Eidfjord, Olden und Vik, sowie nach Bergen, Skagen, Kristiansand und Göteborg und vielem mehr. Aber wie wäre es, wenn wir einfach mal auf der Brücke von Aida Ma Kapitän Edzin persönlich nach einigen Ostsee-Insights fragen? Bei mir ist Kapitän Edzin. Er hat das Kommando hier auf der Brücke und Sie hatten heute Morgen ja schon das große Vergnügen, gemeinsam mit Aida Sol hier einzulaufen. Wie war's? Es war einfach super, weil es war für mich die Premiere, hier in Warnemünde einzulaufen, als Kapitän und bei Aida. Und dann kommt ja dazu, Sie sind ja sogar noch eine Rostocker Jung. Ja, also ich habe hier meine Schule gemacht und bin hier auch zum Studium gegangen und ich kenne Rostock schon ein bisschen besser, ja. Das heißt, dann hat das natürlich für Sie schon nochmal eine ganz andere Bewandtnis, oder? Hier einzulaufen, das erste Mal in so einem Hafen? Auf jeden Fall. Und Warnemünde mal von oben zu sehen, war einfach super. Das glaube ich Ihnen. Und es waren ja auch jede Menge Leute, die heute Morgen schon die beiden Schiffe begrüßt haben. Ja, da standen einige an der Pier oder an dem, ja, am Ufer. Aber heute Abend werden wir sie auch ordentlich dann abhupen, sozusagen. Ich bin gespannt. Doch bevor es soweit ist, geht es natürlich noch mal in den einen oder anderen Hafen in der Ostsee. Gibt es so einen Hafen, der Ihnen ganz besonders am Herzen liegt oder wo Sie sagen, da macht es besonders viel Spaß, ein- und auszulaufen? Als Jung war ich mal in Helsinki, das hat mir super gefallen. Und dann später auch Stockholm, durch den Schärengarten dahin zu fahren. Ja, das hat mir super gefallen, auf jeden Fall. Gibt es so einen Tipp, wo Sie sagen, das sollten unsere Gäste in der Ostsee auf jeden Fall mitnehmen oder auf ihre To-Do-Liste schreiben? Auf jeden Fall das Wasermuseum besuchen. Und nicht wegen dem Knäckebrot, sondern wegen dem Schiff, was da drin liegt. Wir halten fest, also das Wasermuseum ist auf jeden Fall eines der spannenden Highlights für Sie. Darüber hinaus, gibt es etwas, wo Sie sagen, das macht die Ostsee vielleicht auch aus nordischer Perspektive ein bisschen herausfordernd oder interessant? Ja, das ist das Meer, wo ich groß geworden bin natürlich. Also es ist super, da drin zu fahren. Ja, da gibt es sehr viele Segelboote und der Verkehr ist natürlich auch ein bisschen mehr. Bedeutet für unsere Gäste jede Menge zu sehen, oder? Jede Menge zu sehen und für mich natürlich, ich bin ja viel baden gewesen hier, surfen gewesen. Dann sieht man das mal von anderer Seite, das finde ich natürlich super. Das glaube ich Ihnen. Ne? Apropos sehen, heute Abend gibt es ja noch jede Menge zu sehen bei unserem Auslaufen hier aus Warnemünde zusammen mit Aida Sol. Gibt es darauf etwas, auf was Sie sich besonders freuen? Ja, ich freue mich erstmal auf das Feuerlöschboot, was an uns vorbeifahren wird. Mal gucken, wie groß die Fontänen sind. Und dass ich natürlich hinter Aida Sol hinterherfahren darf. Da freue ich mich als Kapitän ganz besonders drauf. Und Sie sagten, Hupen ist ein Thema? Ja, auf jeden Fall. Weil ja, heute Morgen haben wir ein bisschen Piano gemacht und heute Abend wird dann Pforte sein. Das klingt verlockend. Ja. Dann würde ich sagen, wir freuen uns auf das Auslaufen heute Abend zusammen mit Aida Sol. Und bis es soweit ist, schauen wir uns noch ein bisschen im Hafen um.
Seit 2021 gibt es hier im Hafen von Warnemünde die Möglichkeit, Landstrom zu beziehen. Und heute sind wir gleich mit zwei Schiffen vor Ort und beziehen sogar mit beiden Schiffen gleichzeitig eben diesen Landstrom. Wie das genau funktioniert und was es damit auf sich hat, das fragen wir Kapitän Pankau, der uns das ein bisschen genauer erklären kann. Wir sind hier auf der Brücke von AIDA Sol und wir nehmen zusammen, oder dieses Schiff nimmt zusammen mit AIDA Mar erstmals gemeinsam Landstrom hier in Warnemünde. Jetzt die Frage an Sie, Kapitän Pankau, wie genau funktioniert das und was kann man sich darunter vorstellen? Ja, es ist so, dass wir von hoher See kommen, in die Häfen einlaufen, so auch heute hier in Warnemünde. Und auch während wir hier an der Pier liegen, an unserem Liegeplatz, sind jede Menge elektrische Verbraucher an Bord in Betrieb. Das fängt beim Licht in der Kabine an, bei der Lüftungsanlage, aber natürlich auch unsere Kombüsen, unsere Restaurants sind weiterhin in Betrieb. All diese Verbraucher brauchen den entsprechenden elektrischen Strom und eine Versorgung. Und bei der Landstromversorgung spricht man im Prinzip von einer externen elektrischen Stromversorgung für das Schiff. Das Ganze läuft so ab, dass wir unseren Liegeplatz anfahren. Große, schwere Kabel werden ähnlich einer Steckdose zu Hause hier bordseitig in unsere Landstromanlage eingestöpselt, wenn man so sagen möchte. Und dann findet ein Synchronisierungsprozess statt zwischen dem landseitigen Stromnetz und dem bordseitigen Stromnetz. Und in dem Augenblick beziehen wir dann, oder von dem Moment an, beziehen wir dann den elektrischen Strom aus der Landquelle bzw. durch die Landstromanlage hier an Bord. Sie sagten ja bereits im Vorgespräch, dass es sich dabei um grünen Strom handelt. Aber was sind weitere Vorteile, die mit dieser Landstromübernahme einhergehen? Ja, der allergrößte Vorteil ist, dass wir hier auch während unserer Liegezeit hier in Warnemünde und auch in anderen Häfen, wo wir Landstrom übernehmen, unsere Generatoren, die sich hier an Bord befinden, komplett abschalten können. Das heißt, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, eigenen Strom zu erzeugen, denn wir hängen ja, wie ich das gerade erklärt habe, aktuell an der externen Stromversorgung hier des Hafens. Und das hat den großen Vorteil, diese Generatoren sind ausgeschaltet, das Licht hier an Bord brennt weiterhin. Und das heißt natürlich in dem Fall nahezu emissionsloser Betrieb des Schiffes während der Hafenliegezeit. Und das ist ganz sicher der ganz große und entscheidende Vorteil. Das klingt sehr gut. Wir fahren ja heute Abend gemeinsam mit AIDA Mar hier aus dem Hafen und eröffnen damit das große, ja, kann man sagen, Sommer-Ostsee, die große Ostsee-Sommersaison. Auf was freuen Sie sich heute Abend bei diesem gemeinsamen Auslaufen am meisten, ne? Ja, also erstmal haben wir uns insgesamt auf den Tag hier in Warnemünde gefreut. Wo fühlt man sich heimischer mit einem AIDA-Schiff als hier in Rostock-Warnemünde? Und natürlich das Auslaufen heute Abend ein weiteres Highlight. Nicht nur für uns hier an Bord, für unsere Gäste, für die Besatzung, aber ganz bestimmt auch für die vielen Anwohner, die aus der Umgebung hier anreisen, um das Ganze zu beobachten. Und ich freue mich ganz besonders darauf, mit Kapitän Izin gemeinsam hintereinander hier den Hafen zu verlassen. Das Feuerlöschboot hat sich angemeldet, uns zu begleiten. Und das bestimmt nochmal ein ganz toller Abschluss eines ganz tollen Tages hier in Warnemünde. Und dann sind Sie ja noch gleichzeitig Gastgeber für ein Beatrice Egli-Konzert. Werden Sie selber kurz vorbeischauen? Ja, ich habe die Ehre, Frau Egli kennenzulernen und freue mich da natürlich ganz besonders. Und sicherlich, wenn es die Verkehrslage draußen auf See zulässt, dann schaue ich mir das Konzert auch gerne selber an. Bin selber gespannt, ähnlich wie die Besatzung und natürlich unsere Gäste, wie das heute Abend wird. Aber ich denke, die gute Stimmung ist bereits vorprogrammiert. Herr Kapitän, dann wünsche ich Ihnen und Ihren Gästen ein gutes Auslaufen, viel Erfolg und vor allen Dingen heute Abend viel Spaß. Vielen Dank. Bühne frei für Top Entertainment und hier wird heute Abend Beatrice Egli ihr großes Konzert anlässlich unseres Ostsee-Saisonstarts geben. Und ich habe natürlich einige Fragen und die werde ich ihr jetzt stellen. Beatrice, herzlich willkommen an Bord oder moin, wie man bei uns im Norden sagt. Dankeschön. Wie war dein erster Eindruck? Sehr entspannt, total chillig, einsteigen und essen. So war der Einstieg. Aber ich bin ja schon ein bisschen erprobt mit Schiffsfahrten und deswegen viel Essen ist immer angesagt. Damit auch alles schön, der Boden immer gleich bleibt, sagen wir. Perfekte Voraussetzung. Vor allen Dingen perfekte Voraussetzung für den heutigen Abend. Doch bevor es soweit ist, würde ich gerne noch von dir wissen, du kommst ja aus der Schweiz. Ja. Welchen Bezug hat man denn zum Meer, wenn man aus der Schweiz kommt? Ja, aus der Schweiz ist der Bezug immer gleich natürlich, mehr bedeutet Urlaub, weit weg sein und das ist natürlich bei uns ein bisschen, ja, wir haben viele wunderschöne Seen, aber Meere haben wir nicht. Von daher ist es wirklich Urlaub und gute Laune und das Gefühl von Neuem, vom neuen Entdecken auch. Und ich liebe Salzwasser, aber ich liebe generell Wasser, ich bin eine Wasserratte. Sehr schön und vor allen Dingen gut zu wissen.
Wenn wir an den heutigen Abend denken und an das Konzert auf einem Schiff, würde mich natürlich interessieren, was war denn eines der außergewöhnlichsten Konzertlocations, die du bis dato bespielt hast? Ja, natürlich auf dem Schiff ist immer was Besonderes, vor allem bei Seegang 8, das war eine spektakuläre Show tatsächlich. Und so, ich hatte mal eine Show, die war über 2000 Meter Höhe, bei minus 16 Grad. Der Gitarrist wusste auch nicht mehr, wie er die Saiten greifen sollte und ich wusste auch mit der Zeit nicht mehr, wie ich meinen Kiefer ruhig kriege. Aber war auch spektakulär und ansonsten muss ich echt sagen, das Spezielle macht nicht der Ort oder die Location, sondern unvergesslich machen es eigentlich immer die Menschen. Natürlich. So, also so die Energie, die entsteht, das ist eigentlich so das, was manchmal noch mal überragender ist als an einem anderen Ort. Und das gibt schon so manche, wo du einfach sagst, boah, das war eine unglaubliche Show. So. Wenn du auf Konzertreise gehst oder vielleicht auch Konzerte an außergewöhnlichen Orten gibst, gibt es etwas, was in deinem Koffer auf keinen Fall fehlen darf? Ich bin tatsächlich nicht so jemand, der immer das oder diese dabei haben muss, aber Packen ist eine Disziplin geworden in den Jahren, die ich gelernt habe. Und gleichzeitig kann ich immer sagen, ich habe immer das Falsche drin. Also es ist auf dem Kleiderschrank zu Hause, ich bin einfach eine Frau, ich habe nie was zum Anziehen. Drei Koffer gepackt, es ist nie das da, was man braucht. Entweder ist es zu heiß oder zu kalt gepackt oder ich fühle es heute gerade nicht. Und das ist etwas, was mich ständig begleitet. Aber ich kann nicht sagen, so, ich habe das immer dabei. Die gute Laune, die ist wichtig, aber die hat in keinem Koffer Platz. Die muss ich so mittragen mit mir. Das haben wir gemeinsam. Aber darauf aufbauen vielleicht die nächste Frage. Wenn du deinen Koffer gepackt hast und wenn wir dir jetzt die Möglichkeit geben würden, auch wenn wir jetzt zum Beispiel heute Abend in die Ostsee fahren und du dürftest da oben ein bisschen am Lenkrad drehen, wo würdest du denn hinfahren? Vielleicht auch passend zu deinem Kofferinhalt. Okay, egal ob der Koffer passt oder nicht, gerne in die Hitze, weil ich liebe es, wo einfach heiß. Sonne und am liebsten dann nur Bikini und Kleidchen und mehr brauche ich nicht. Barfuß, das wäre so mein Wunschziel. Gerne auch bis nach Australien. Da wären wir lange Zeit unterwegs, aber machbar wäre es. Ja, wäre doch super. Da wäre ich lange mal wieder so richtig weg. Und ich liebe es zu reisen. Für mich ist Reisen neben meinem Beruf das Schönste, was es gibt. Ich werde mich kümmern, dass wir haben eine Weltreise und auch da bedarf es Top Entertainments und da werde ich mich kümmern. Da sehr gut, geht's auf, es ist echt ein Traum von mir, auf Weltreise zu gehen. Das können wir realisieren. Und wir würden Silvester dann in Australien, direkt in Sydney verbringen. Oh, da war ich schon mal an Silvester. Das ist wunderschön da. Schau mal an. Dann würde ich sagen, das schreit nach einem Revival. Ja. Doch bevor es soweit ist, gibt es natürlich auch bei uns an Bord die eine oder andere gute Poolparty. Und darauf aufbauen natürlich auch für unsere DJs die absolute ultimative Frage, welcher Hit von dir darf da auf gar keinen Fall fehlen? Wenn ich so die DJ-Charts anschaue, ist es momentan Neuanfang, die DJs rauf und runter spielen, was mich total freut. Und würde sagen, der läuft sehr gut. Würde ich den auch gerne mal bei meiner eigenen Poolparty gerne hören. Dann nehmen wir den und dann würde ich sagen, wünsche ich für heute Abend maximalen Erfolg, viel Spaß und wir hören uns. Auf jeden Fall, vielen herzlichen Dank. Danke. In wenigen Augenblicken ist es soweit. AIDA Mar und AIDA Sol starten zu ihrem gemeinsamen Sail Away hier aus Warnemünde. Habt ihr Lust bekommen auf eure Abenteuerreise in die Ostsee? Dann schaut gerne mal unter aida.de oder in eurem Reisebüro. Und wir zeigen euch jetzt die schönsten Bilder des Auslaufens und damit einen erfrischenden Gruß hier aus Warnemünde.